was a one-man that barely ever took to heart. His name was Frank Walker, not much of a talker, a guy who'd rather shoot than be smart. Ooh. They made a plan when they robbed the Cincinnati County Union Bank. Die neue Sing-Bewegung, Folk, Protest und Popsong, fand 5 Tage lang eine Herberge. Sie sollte Europas größtes Songfestival werden. Man rief und viele kamen. Der Underground gab sich ein Stelldichein. Manche Protest- und Popware wurde da angeboten, die sich von Modeartikeln der Schlagerbranche kaum unterschied. Die Zuschauer erwarteten wohl beides, gängige Musikunterhaltung und Tuchfühlung mit Originalprotest. Diese Heerschaudersänger fand in Essen statt. Kaum waren die teils frommen, die teils engagierten Gesänge des Katholikentags verklungen, stimmte man erneut die Instrumente, diesmal um Protest, um linkes Lied zu singen. Den Essenern war bei der Sache nicht so ganz wohl. Sie befürchteten eine Invasion von Gammlern, ein Polit-Happening. Ein Hauch von Umsturz lag in der Luft. Die Stadtväter trösteten sich wohl mit dem alten Vers, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, denn böse Menschen singen keine Lieder. Zunächst sollten sie recht behalten, denn Spottlieder tun keinem mehr weh. Wir möchten Ihnen ein paar deutsche Lieder singen. Vielleicht können Sie beim einen oder anderen mitsingen. Wir fangen an mit einem Anti-Soldatenlied, das schon sehr alt ist. Die wollten damals auch nicht dienen. Und dann haben sie gesungen, O König von Preußen. Und hier ist er. Du großer Potentat, wie sind wir deines Dienstes so überdrüssig satt? Was fangen wir jetzt an in diesem Jammertal? Allwo ist nichts zu finden als Not und lauter Qual. Und endlich wird es heißen, ein Vogel und kein Nest. Geh, Alter! Nimm den Bettelsack, bist auch Soldat gewest. Aber nicht nur brave Essener Bürger staunten über den Aufzug der Spätherbstbesucher. Fast noch mehr bestaunten die Akteure selbst sich gegenseitig. Der jugendbewusste Wandervogel, den Agit-Prop-Sänger marxischer Prägung, der drogenschluckende Psychedeliker, den theoretisierenden Akademiker. Seine bierernsten Vorträge hatten kaum Zulauf. Lieder der Dorfarmen gegen die Bauern, der Bauern gegen die Gutsherren, der Wildschützen gegen den Adel, der mit den räuberischen Wegelagerern Sympathisierenden gegen die Reichen, der Handwerksgesellen gegen ihre Meister, der Kleinbürger gegen das Stadtpatriziat, der Arbeiter gegen die Industriellen, der Soldaten gegen die kriegsführenden Fürsten und Offiziere, der politisch Engagierten und Revolutionäre, gegen das aristokratisch-feudale Staatensystem des 19. Jahrhunderts, Lieder der proletarischen Massen und der politisch Verfolgten gegen Weltkrieg und Faschismus im 20. Jahrhundert bis hin zu den Gesängen der Häftlinge in deutschen Konzentrationslagern. Das sind wahre Personen, wahre Lieder von den überdenden wahren Personen, die tatsächlich lebten. Die haben mir die ganze Lieder als ein Testament übergegeben. Ich mache das nicht für die Karriere, Politik oder sowas. Ich singe nur als ein Mensch zu den jungen Menschen, als die Warnung, was ein Krieg mal auch heißt. Ein Bruder.
voll, die andere sind ermordet. Denk ja an alle neun. Dem Fieder, Mäuchen, mir dem Bass, sing mir mal ein Liedl. Letztes Liedl muss ich auch ins Gas. Fieder, mir dem Fieder, Mäuchen, mir dem Bass, sing mein letztes Liedl. Der politische Song will die Wirklichkeit als veränderbar und veränderungsbedürftig darstellen. Doch geändert haben sich nur die Eintrittspreise. Die Anklagen wurden gutiert, man klatschte Beifall, ging nach Hause und alles blieb beim Alten. Solchen sich im Kreise drehen, konnte auch ein Franz Josef Degenhardt, Dozent an der Universität Saarbrücken, kaum entrinnen. Immer dieselben Lieder vor demselben Publikum, das sich ungern was sagen lässt. In Deutschland gehört eine latente und eben deshalb sehr ausgeprägte Kritikfeindlichkeit ganz offenbar zur festen Einrichtung. So geht das nicht. Herr Degenhardt, wann werden Sie Plattenmillionär? Leider gar nicht, nehme ich an. Denn die Branche, die wir vertreten, die Lieder, die wir singen, die verkaufen sich nicht sehr gut. Herr Degenhardt, läuft der Underground nicht stets Gefahr, ein Konsumgut zu werden? Die Gefahr besteht, ja. Wenn, nehmen wir mal an, Underground ist der Ort, an dem Verhaltensweisen und Dinge produziert werden, die sich bewusst und provokativ unterscheiden sollen von denen der bekämpften herrschenden Gesellschaft, dann besteht die Gefahr, dass sich der Underground einrichtet, wenn er nichts weiter tut, als Gegenwelt zu produzieren. Dann etabliert er sich nämlich und dann kann noch etwas Schlimmeres passieren. Er reproduziert dann die Warenwelt, die er ja eigentlich bekämpfen will. Das heißt, er wird eines Tages Waschmittel mit zwei Schwarzmachern produzieren. Die Gefahr kann nur dadurch vermieden werden, dass sich Underground wirklich politisch artikuliert und zwar jetzt nicht nur in Ablehnung, sondern hin auf Veränderung der kapitalistischen und bürokratischen Gesellschaft. Manchmal sagen die Kumpanen jetzt, was soll denn dieser Scheiß? Wo sind deine Zwischentöne? Du malst bloß noch schwarz und weiß. Na schön, sag ich, das ist ja richtig, aber das ist jetzt nicht wichtig. Zwischentöne sind bloß Krampf im Klassenkampf. Auch die alten Kunden klagen, wo ist ihre Poesie? Dinge bilderreich umschreiben, andeuten, das können Sie. Na schön, sag ich, das ist ja richtig, aber das ist jetzt nicht wichtig. Schöne Poesie ist Kampf im Klassenkampf. Einen Scheißhaufen zu malen, das nutzt gar nichts, der muss weg. Und trotz aller schönen Künste stinkt der Dreck nach Dreck. Dass er da nicht ist, nicht richtig, dass er weg muss, das ist wichtig. Sie ersehen, dass das Lied eine wichtige Funktion für die Bewusstseinsbildung der jeweiligen oppositionellen Gruppen erfüllt und dass Minderheiten schon seit jeher ihrem Protest in einem kritikfeindlichen Land durch das Lied Ausdruck gaben. Wir sind so vollkommen bewusst, dass mit Liedern in Spanien keine Revolution machen kann, aber vielleicht ein bisschen helfen können. Der erste heißt die Friedenstaube. Und das ist ein Spottlied gegen diese Friedenstaube, das in Spanien leider seit 30 Jahren so auch eine Friedhofs,
Friedhofsfrieden ist, im Namen Frankos und so weiter. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, casi que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, casi que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. I John Mitchell in the transport cafe, by the jukebox loud. In came the man for the watering can. I forgot the words. Glauben Sie, dass Ihre Art von Protestsongs die Welt verändern oder die Gesellschaft verändern kann, die englische Gesellschaft verändern kann? That if through protest songs can change the world. No, I think that that songs are a part of everyone, you know, of communication. Ich glaube, dass die Lieder zur Verständigung beitragen. Ich glaube nicht, dass ein Song alleine die Welt zu verändern mag. Die Lieder werden indirekt helfen, diese Veränderungen zu vollbringen, so glaube ich. And when the individual choice is right, then there won't be so many problems, and songs indirectly will help this change come about, I believe. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way of changing, like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I know that we are not new. In city and in forest they smile like me and you. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. 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 Doch die internationale Revue der Songs Endboten war einigen zu unpolitisch. Festival-Angelegenheit hätte von vornherein öffentlichkeitsbreiter angelegt werden müssen. Wir sind doch hier ins Ruhrgebiet gekommen, damit wir an der Front sozusagen, auf der Straße, die Bewohner agitieren, das heißt politisch bewusster machen. Nicht, dass wir hier für Konsumenten schöne Lieder bringen. Ich bin sogar auch für die Umwandlung in ein Aktions- und Diskussionszentrum. Aber auf der anderen Seite, Moment mal, Moment, Sie kriegen gleich das Mikrofon. Auf der anderen Seite stehen hier also, und bitte Genossen, kein Lustverzicht, tut nicht so, als ob er nicht esst, und die anderen singen auch, tut nicht so arrogant. Auf der anderen Seite haben hier einige Künstler den Wunsch geäußert, doch auch singen zu dürfen. Wenn Sie hier raus sind, gehen Sie vielleicht zu dem Empfang der Stadt Essen, der nämlich den Underground hier. Entschuldigen Sie bitte, ich habe Sie nicht verstanden. Können Sie mir vielleicht zeigen, an welcher Stelle?
Die Stadt Essen, die dieses Songfestival ermöglicht hat, gibt heute Abend einen Empfang. Da mir von einem der Mitorganisatoren berichtet worden ist, dass von der Festivalleitung her nie beabsichtigt worden ist, eine Gruppierung der Zuschauer, eine Einteilung der Zuschauer in verschiedene Klassen vorzunehmen, wäre es doch wohl recht und billig, wenn alle diejenigen, die Lust hätten und die es für wichtig hielten, heute Abend diesen Empfang besuchen könnten. Oder finden Sie das nicht richtig? Das ist aber nur möglich. Entschuldigen Sie bitte, ich habe nur zitiert. Der Empfang findet im Saalbau statt. Hier. Ich glaube, dass Sie auch zuhören können und die Lieder hören und dass wir, das ist unser konkreter Vorschlag hierzu, dass wir nach das Konzert ist in drei Teile gestückelt, in den Pausen, wer diskutieren will, jeweils über die Stücke diskutieren. Aber bitte nicht die Künstler unbedingt unterbrechen und nicht nach jedem Lied eine Diskussion. Das ist also unser Vorschlag zu diesem Punkt der Diskussion. Die Show geht weiter. Julie Driscoll, Pop- und Topstar aus England, heizte dem Publikum ein. Hierzulande, wo Pop ohnehin nicht populäre Musik, sondern Religionsersatz bedeutet, wurde jeder mitgerissen. Julie machte aus Diskussionslust Konsumlust. Vergessen war Protest, politische Linie. Vergessen schien auch der Oberbürgermeister, der draußen wartete. Denn sein Empfang für Künstler und Prominenz hätte schon längst beginnen sollen. Im Saal wurde inzwischen das geforderte Polit-Happening zur Pop-Schaffe zurückfunktioniert. Das Establishment gibt sich die Ehre, so war der Empfang des Oberbürgermeisters im Programmheft angekündigt. Doch der Untergrund ließ auf sich warten, die Show lief immer noch. Der OB hatte Zeit zum Nachdenken. Ich meine, es steht im Ermessen nicht, weil diese Beteiligten... Ich konnte mir vorstellen, nicht wahr, das wollte man das in etwa auch würdigen, dass man den Dingen das Maß des Freiheitlichen nicht wahr zumisst. Aber nicht der Meinung, hätte man ja eine Zwischenzeit einschalten können und hätte dann die Haltung oder die Stellungnahme nicht wahr des Ohrmeisters dieser Stadt entgegennehmen können. Somebody save me! Was hat Sie dazu veranlasst, dieses Festival mit zu unterstützen? Wenn es Gruppen oder Veranstalter oder was weiß ich sonst gibt, die den Wunsch haben, nicht wahr, durch Verbindungen, nicht wahr, in eine Stadt zu kommen, wie die Stadt Essen, dann wird man sie nicht daran hindern, sondern man wird ihren sogenannten Plan, nicht wahr, sich erklären sie. Und dann werden wir alle diese wie jene, nicht wahr, so behandeln, als wären sie Gäste. Wie finden Sie diese Konfrontation von diesen Protestanten in Ihrer Stadt? Ja, schauen Sie mal, ich meine, die können meinetwegen singen, die können singen, was sie wollen, die können singen, wacht auf, Verdammte dieser Erde, die können singen, nicht wahr, jeden anderen Text. Damit können Sie doch einen Staat nicht aus den Angeln heben. Sie können Ihre Gedankenrichtung damit zur Schau stellen, verraten oder was weiß ich. Im Übrigen sind das ganz nette Melodien, nicht wahr, die ich kenne. I need someone
Glauben Sie an die Wirksamkeit oder an eine gewisse Gefahr aus diesem Bereich? Nee. Denn dann muss man andere Mittel einsetzen. Aber das, was hier zutage tritt, kann niemals nicht nur die gesellschaftlichen Verhältnisse herumstürzen, sondern das ist mit Handlungen verbunden. Aber dann muss man sich von der Musik lösen, die man ja vorgibt, die man ja verabreicht, die man ja verkaufen will oder was weiß ich sonst. Da muss man sich davon lösen. Da muss man die Musik durch Dynamit ersetzen.